So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Mal wieder Fortnite. Ja, ihr wisst, die Fortnite Boosterkartenserie, ich habe sie ab und zu mal angeboxt, aber das ist nicht so meine Welt. Einfach so Bilder aus dem Spiel. Aber das hier habe ich gerade entdeckt. Die Fortnite Serie 2. Mega Starter Pack. Rund 10 Euro. Eine Sammelmappe, drei Booster, gleich 24 Karten. Und das möchte ich euch gerne präsentieren und zeigen. Vielleicht gibt es ja da draußen doch ein paar Fans von Fortnite. War natürlich ein Scherz. Aber nichtsdestotrotz, warum mache ich das, obwohl ich es nicht leiden kann? Ganz einfach. Wie gesagt, es gibt vielleicht da draußen welche, die das gerne sehen möchten. Aber das nächste Video, das ist ein Fauxpas. Das geht gar nicht. Ich muss mich jetzt schon beschweren, obwohl ich das Video noch gar nicht gemacht habe. Hat auch mit Fortnite zu tun. Aber davor kommt noch was anderes. Und das, wenn ihr das vielleicht heute noch seht oder morgen, da möchte ich auch eure Meinung. Aber nichtsdestotrotz geht es jetzt um das Mega-Starter-Pack von Fortnite Serie 2 für 10 Euro. Machen wir also direkt mal auf. Haben wir drin? Drei Booster-Tütchen. Gleich 24 Karten. Ah, die Booster sehen aber witzig aus. Schaut mal. Eine Banane. Chiquita. Und, oh, die sehen mega aus. Und immer 8 Karten drin. Deswegen 8, 16, 24. Keine limitierte. Steht auch nicht drauf. Also werdet ihr die auch nicht finden. Dann haben wir hier das. Typisch klassische Sammelmappe. Kam ja von Panini raus. Hier vorne. Was haben wir hier? Diesmal nicht von oben reinschieben, sondern von... Ach, die Zahlen. Von 1 bis 540. Und diesmal... Ah, zum Aufkleben. Das ist schon mal interessanter, dass die Zahlen diesmal zum Aufkleben sind. Ihr kennt die anderen ja alle. Der eine macht sie mit der Seite, mit der Pappe reinstecken, der andere oben. Aber die sind diesmal zum Aufkleben. Mega cool. Ist schon mal witzig gemacht. So, und dann, wie gesagt, gibt es H3, H4, 171, 198, 200, dann fängt die M-Serie an. Also, hauen wir hier mal rein. 22, 50 Unboxing, 60 Raids, muss man alles zusammenzählen, werden wohl auf die 540 kommen. Aber, wie gesagt, dann haben wir hier nichts zum Aufklappen, eine Pappe mit die Bilder drauf. Oh, diesmal keine von der Landschaft, diesmal einfach nur Fortnite-Spieler. Ja, deswegen habe ich die erste Serie nicht so gemocht, weil das sind einfach nur abfotografierte Bilder aus der Landschaft. Die haben wir hier natürlich auch, aber diesmal nicht so viele. Das ist natürlich richtig cool. Gefällt mir natürlich besser. Aber wie gesagt, das ist wohl eine Serie, wo ich ja, euch gerne immer ab und zu was zeigen möchte. Ein paar Bilder oder sonst was, aber nichtsdestotrotz. Starterpack Fortnite Serie 2, drei Booster-Tütchen, 10 Euro. Und jetzt schauen wir natürlich mal in die Booster auch rein. Mal an der Seite packen. Wie gesagt, Banane. Fangen wir jetzt hiermit an. Ups. Muss ich doch die Schere holen. Und wenn ihr natürlich Lust habt, dass ich, wenn ihr die Serie sammelt, ihr möchtet gerne noch mehr Booster davon sehen, ist es natürlich kein Problem. Dann mache ich ab und zu mal ein paar Booster auf. Auch wenn ich sie nicht so mag. Aber hier sehen wir eben nur, die wohl im Spiel dabei sind. Also sogenannte Spielerkarten. Von hinten, ach, sind sie mal in klein drauf. Der eine oder andere wird sie wohl kennen oder auch nicht. Der natürlich auch das Spiel nicht kennt. Ich weiß, es ist ein Riesenhype über Fortnite. Auch schon eine längere Zeit, auch millionenfach geklickt. Weltweit, aber trotzdem habe ich es noch nicht
Es ist so. Ich weiß nicht warum, vielleicht weil es alle spielen und weil es kein Rollenspiel ist. Dann hier eine typische Waffe. Das sind wieder so Bilder, die ich eigentlich nicht so mag. Aber auch bei keine Serie. Ich bin ehrlich. So, zweite Boostertütchen. Ja, ich wüsste auch nicht, was man sonst mit den Karten anfangen kann. Mit die Spieler drauf. Aber das scheinen wohl gute Spieler zu sein. Gehe ich mal von aus. Was haben wir hier? Eine Tortenwaffe. Kirschtorte. Mit Gabel. Der sieht aber krass aus mit den leuchtenden Augen und die lange blaue Zunge. So, kommen wir nun zum dritten und letzten Boostertütchen aus meinem Fortnite Serie 2 Starter Pack. Ja, das Bild von Boostertütchen ist richtig klasse. Eine Nuss und eine Banane. Das passt immer zusammen. Oh, fast gleich identisch. Wie gesagt, mir sagen sie absolut nichts. Merkwürdige Waffen. Aber nichtsdestotrotz, sollte das ja jetzt einfach nur ein Unboxing sein, dass ihr wisst, wenn ihr Lust auf Fortnite habt, es gibt jetzt eine neue Sammelmappe. Und zwar die Fortnite Serie 2 Boosterkarten Sammelmappe von Panini für rund 10 Euro. Ihr schreibt mir jetzt eure Meinung, eure Kommentare. Kennt ihr sie? Habt ihr sie schon? Sammelt ihr? Seid ihr Fan? Oder einfach nur jetzt das Video gesehen und ich versuche natürlich irgendetwas von der Fortnite Serie 2 unter ein Video zu verlinken. Wie gesagt, sicher, bequem, auf jeden Fall. Günstiger müsst ihr selber mal schauen, aber und wenn ihr gerne davon noch mehr Booster sehen wollt, schreibt es mir in die Kommentare, weil das ist nicht so meine Welt. Fortnite Booster. Aber wenn es da draußen ein paar sind, die es gerne sehen wollen, ihr braucht es auch nicht zu schreiben, nur Daumen hoch, dann werde ich demnächst mal ein paar Booster aufmachen. Aber nichtsdestotrotz ist das Allerwichtigste sowieso. Bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.